Hallo Kollege, in Hoswen werden für die am Wochenende stattfindenden Museumstage noch zwei Wagen benötigt. Sie sollen diese jetzt überführen, vorher muss aber noch dringend Ihre Köf betankt werden. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Train Simulator. Für mich die allererste Fahrt überhaupt mit diesem wunderbaren, schnuckligen, kleinen Maschinchen namens Köf. Die Köf war direkt dabei bei dieser Strecke. Also im Köblitzer Bergland. Und ich gehe mal stark davon aus, dass hier nichts dergleichen wie SIFA oder PZB an Bord ist. Das ist wirklich alles ziemlich rudimentär hier. Im Wesentlichen haben wir halt den Richtungswender und können Gas geben und bremsen. So, dann schauen wir mal. Tankstelle ist, glaube ich, da hinten. Das heißt, packen wir den Richtungswender in die entsprechende Position, lösen die Bremse. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Wuhu, die Köf. Die wollte ich mir ganz am Anfang eigentlich schon kaufen und hab's dann doch irgendwie wieder verworfen. Auch wenn sie, glaube ich, bei Virtual Railroads nur 7 Euro oder so irgendwas um den Dreh kostet. Aber nachdem die jetzt sowieso hier dabei war, kann ich mir das ja sowieso sparen. Und ich vermute mal ganz stark, dass wir halt jetzt heute auch auf einer der beiden Museumsbahnen unterwegs sein werden, die ich ja auch noch gar nicht zu Gesicht bekommen habe. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich denke, es wird eher eine relativ gemächliche Geschichte und ich merke schon, das Bremsen ist hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, so geht's dann schon. Ja, ich habe die, also wie gesagt, ich habe die beide noch nicht zu sehen bekommen. Angeblich gibt es irgendwas rund um die 20 Kilometer Museumsbahn hier im Köblitzer Bergland. So. Ich schätze mal, das sollte dann passen. Okay, wird betankt. Sehr gut. Genug Power im Tank. Dann rangieren Sie weiter zurück bis zur Rangierhaltetafel vor der Brücke und halten dort. Weiter zurück, also in die Richtung, vermute ich doch mal. Genau. Okay, dann tun wir das. Also ich werde mich natürlich wie üblich an die Spielregeln halten, aber rein theoretisch, nachdem hier nichts wie, also dergleichen wie PZB oder sowas an Bord ist, könnte mir doch eigentlich nichts passieren. Ach, sie an. Hallo, hier 54038. Ja, morgen. Hier ist der Fahrdienstleiter von Altenburg. Deine Wagen stehen in Wildau auf Gleis 5 bereit. Danach hast du eine kurze Wartezeit auf Abstellgleis 6, um eine Regionalbahn vorbeizulassen. Sonst verläuft alles planmäßig. Hab verstanden. Alles klar. Servus. Okay, also eine kurze Wartezeit haben wir dann einfach zu erwarten. Ja, was wollte ich sagen? Ohne jegliche PZB-Ausrüstung dürfte mir doch theoretisch nichts passieren, wenn ich den Ruthalt überfahre, oder? Man kann gerade mal schauen, ob man hier vielleicht einen Magneten kann man hier auch nicht erkennen, oder beziehungsweise eben diesen Sensor. Aber ich glaube, die ist wirklich ohne alles quasi. Die gute kleine Köf. Aha, okay, der funktioniert nur vorne, der Scheibenwischer. Bremsen, bremsen, bremsen. Ich soll noch vor der Brücke zum Stehen kommen. Ah, okay, so schlecht ist die Bremswirkung gar nicht. Das hatte ich irgendwie ein bisschen anders empfunden anfangs. Überragende Beschleunigungswerte natürlich, wie zu erwarten war. So, jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich genau auf den Rangierhaltepunkt hier komme. So, ich würde mal sagen, das passt soweit. So, okay, gut. Und dann wird es voraussichtlich da lang weitergehen, denke ich doch mal. Können wir schon mal schauen. Umkehrpunkt.
Okay, und die Wägen sind wo? Kann ich das noch nicht erkennen. Na schön, wechseln Sie Fahrtrichtung, rangieren mit maximal 25 km/h über den Abstellbahnhof bis zum Ausfahrsignal. Okay. Richtungswender nach vorne. Ah, schon schnuckliges Maschinchen, oder? Ich mag die Köf. Ich habe die tatsächlich in meiner Kindheit auch noch live gesehen. Da war die hier und da, hat man die noch zu sehen bekommen, wenn man unterwegs war auf Deutschlands Bahnstrecken. Aber ich glaube, die ist schon lange, lange verschwunden. Also ich habe zumindest schon sehr, sehr lange keine gesehen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich fahre nicht allzu oft Bahn. Und wenn, dann meistens nur so irgendwie im Münchner Umland mal maximal. Ganz, ganz selten mal auf weiteren Strecken. Möglicherweise wird sie hier und da noch eingesetzt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt, also hier in München zwischen Giesing und Fasanengarten relativ lang noch auf so einem kleinen Schrottplatz unterwegs war. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch schon passé. So, dann sind das wohl unsere Wägen, die wir abholen sollen. Die sind, meine ich, auch bei dieser Strecke mit dabei. Genauso wie die Aufgabe an sich. Okay, dann muss man da vorne wieder irgendwo wenden. Was hat er gesagt? Vor dem roten, also vor dem Rotsignal, vor dem Ausfahrsignal halten. Da ist dann gleich unser Umkehrpunkt. Meter noch. Ist relativ schwer zu erkennen unten auf dem Head-Up-Display, wo jetzt genau der Punkt ist, aber ich glaube, so müsste das eigentlich passen. Kommen wir hier mal zum Stillstand. Okay, das passt. Sehr gut. Dann wird es wohl gleich wieder zurückgehen, sobald die Weiche hier gestellt wurde. Ja, schön, schön, schön. Endlich mal in diesem Bereich der Strecke unterwegs. Okay, vorsichtig zurückrangieren. An Gleis 1, es fährt ein. Der Sonderzug nach Gölde, Abfahrt 8.35 Uhr. Okay. Gut, dann Rückwärtsgang. Schön behutsam an die alten Museumswagen dran koppeln. Oh, Licht könnten wir uns noch machen. Na, hat die? Ah, doch. Okay. Knuffig. So. Das ist... Na, es geht. Es geht schon, das geht schon. So, nochmal ein bisschen Gas geben. Okay. Okay, dann Rangieransicht bzw. Kupplungsansicht und die Wägen hängen. Diese Wagen müssen nun nach Hosven gebracht werden. Fahren Sie vor bis zum Ausfahrsignal. Sobald die Signalisierung es erlaubt, können Sie sich auf den Weg machen.
zulässige Höchstgeschwindigkeit, das ist natürlich noch interessant, 45 km/h. Okay, das ist auch das, was ich gelesen habe. Schneller kann diese Lokomotive einfach nicht. Dann bringen wir die Sache hier nochmal zum Stillstand. So. Das ist doch auch direkt ein passendes Vorschaubildchen hier. Das können wir direkt mal erledigen, bevor es auf die Strecke geht. So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Okay, ab in den Führerstand. Nochmal checken, aber klar, wir müssen da lang. 7,74 Kilometer bis nach Hoswen. Richtungswende vor und ab auf die Strecke. Und zwar mit Vollgas. Also ich kenne mich mit diesen ganzen Baureihen nicht wirklich aus. Es gab ja auch verschiedene Baureihen der Köf im Laufe der Zeit. Ich glaube, die erste habe ich gelesen, die hatte irgendwas um die 150 PS oder so. Und die etwas späteren Baureihen dann auch über 200 PS, irgendwas um die 240 PS, glaube ich. Ich denke mal, wir haben eine von den etwas neueren, die 232. Oder 323? 323. Müsste es sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Schön auch mit einem passenden Repaint hier. Schöne Geschichte. Kann man eigentlich hier auch... Ah, okay, das geht auch. Okay, cool. Erstmal bis auf Weiteres mit Tempo 40. Ich glaube, recht viel mehr darf man der auch hinten nicht dranhängen. Habe ich den Eindruck. Also tut sich schon ein bisschen schwer. Okay, aber ich habe... Also ehrlich gesagt nicht so wirklich die Orientierung, aber ich glaube, hier bin ich definitiv noch nicht lang gefahren. Das kommt mir alles gänzlich neu vor hier. Das wird wahrscheinlich dann schon eine der beiden Museumsbahnen sein, auf der wir uns gerade befinden. Sieht ja auch ganz danach aus. Bisschen märchenwaldartig. Also schön ist es hier schon. Cool, ja, nette Abwechslung für zwischendurch. Könnt ihr mir auch gerne eure Meinung dalassen in den Kommentaren. Ob ihr gerne öfter mal eine Fahrt mit der Köf haben würdet. Ich weiß halt nicht, wie viele Aufgaben es da zu finden gibt. Keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Was haben wir denn da vorne? Tempo 10! Ach, die grüne Neune. Naja gut, das ist halt eine Museumsbahn. Was will man erwarten? Da sollte ich vielleicht tatsächlich schon mal ein bisschen anbremsen, weil... Wir haben ja doch ein bisschen was am Haken hinten hängen. Pfeiftafel! Fast hätte ich sie übersehen. Nicht auszudenken, was da passieren könnte. Da ist nochmal eine. Die sind aber auch schon ein bisschen abgeranzt. Okay, das passt schon mit der Geschwindigkeit soweit. Ach, schau mal da. Sieh mal eine an. Ein Freibad. Nett, sehr nett. Okay. Schön gebastelt, das muss man sagen. Na, ich brauche unbedingt Aufgaben für die Museumsbahn, definitiv. Ich habe gesehen, eine ist dabei mit dieser Dampflok, die es gibt. Aber da habe ich bislang hab ich mich noch nicht dran getraut, ehrlich gesagt. Ich glaube, da kann man ziemlich viel verkehrt machen. Ich werde mich bei Gelegenheit mal mit der Kiste blamieren, keine Frage, aber bislang habe ich die echt noch nicht angerührt. Aber ich glaube, dass auch noch irgendwie eine Aufgabe mit der V200 dabei ist. Das könnte natürlich gut sein, dass das dann irgendwie auf der Museumsbahn stattfindet. Ich weiß es nicht. Aber da wird es doch wohl ein, zwei Aufgaben geben, nehme ich doch mal an. So, Tempo 10, das ist schon krass.
Geschwindigkeitsüberschreitung. Oh mein Gott. 11,4 km/h. Okay, es geht hier auch leicht bergab. Ach schön, da kommt doch Freude auf. Die Szenerie hier. Forstarbeiten sind in Gange, man hört sogar die Kettensäge im Hintergrund. Cool. Ganz hervorragend, muss ich sagen. Können wir uns auch aus dem Fenster lehnen? Ja, das geht auch. Sehr schön. Okay, ich denke, wir dürfen eh schon mit der Streckengeschwindigkeit fahren. Zumindest ein kleines Stück weit. So, noch eine Pfeiftafel. Das sieht nach hoher Lebensqualität aus hier. Schon wieder Tempo 10. Das gilt wahrscheinlich dann für so ziemlich alle BÜs, die uns hier so in die Quere kommen. Schauen wir mal, wo ist denn der 10er-Bereich? Na ja, okay, da haben wir noch ein paar. Knapp 300 Meter. Oh, schaut euch das an. Ah, oh, himmlisch. Das muss das Vorschaubild werden. Irgendwie sowas hier aus dem Bereich. Sehr schön. So, mal runterbremsen hier. Naja, das sollte noch alles im Rahmen sein hier. Man entgleist ja nicht gleich, nur wenn man mal 2-3 km zu schnell dran ist. Junge, Junge, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, aber das Köblitzer Bergland hat doch weitaus mehr zu bieten, als ich anfangs gedacht hatte. So, Pfeiftafel. Und ich glaube, dann dürfen wir auch gleich wieder hoch beschleunigen. Auf wahnsinnige Geschwindigkeit. Schwindelerregende 45 km/h. Steht das eigentlich alles im Original? Ich habe ja vorhin noch mal ein paar Bilder angeschaut. Im Original steht das hier schon irgendwo beschrieben. Naja, wobei der Führerstand sah auch anders aus. Wahrscheinlich habe ich mir Bilder von einer anderen Baureihe angesehen. Egal. So. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist hiermit quasi erreicht. Schneller wird's heute nicht mehr, Freunde. Uiuiuiui. Ja, schon eine etwas ruppige Strecke hier. Ah, toll. Echt eine richtige Wohlfühlstrecke. Also gerade diese Museumsstrecken, die hier noch mit verbaut sind, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Dass die sich so schön präsentieren, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. So, was ist mit den Gleisgeschwindigkeiten hier? Alles gut. Bleiben wir erstmal bei 45. Oh, das könnte... Es geht jetzt schon auch relativ...
lange bergauf, sehe ich gerade. Das könnte natürlich dazu zu tun, die gute hier. Wilder Wenn. Ach, schau an. Ein paar Schnappschüsse einfangen. Signalisierung passt soweit. Ah, wunderschön. Also der Eisenbahnverein hier, der das Ganze offenbar betreibt, der hat da echt alles richtig gemacht, das hier wieder in Betrieb zu nehmen. Herrlich. So, Pfeiftafel. Was sind das denn für Waggons? Interessant, habe ich noch nie gesehen. Sieht fast aus wie so eine kleine Feldbahn. Nochmal ein Pfeifsignal. Super schön gemacht. Detailliert. Auch die Farben sind total stimmig hier in der ganzen Ecke, finde ich. Also, ja, da bleiben keine Wünsche offen. So, ab in den Tunnel. Vielleicht der bislang schönste Abschnitt auf der ganzen Strecke, den ich fahren durfte. Und schändlicherweise von mir selbst total unterschätzt. Können wir eigentlich hinten rein? Nee, geht leider nicht. Keine Innenansicht für die Waggons. Schade. Ich hätte mir gerne ein Bild von der Stimmung der Passagiere gemacht. Ich denke mal, denen geht's ziemlich gut da hinten drin. Klasse. Ja, sehr schön. Okay. Jede Menge Pfeiftafeln. Auch interessant. Das Haus hier direkt am Bahndamm dran geflanscht. Ah ja, eine Gärtnerei. Oder sowas in der Art. Schön, schön, schön. Okay, Hosven ist schon quasi in Sichtweite. Knapp 1,5 Kilometer noch. Nehmen wir mal die Leistung zurück. Na, wobei. Das ist vielleicht noch ein bisschen verfrüht. Wackelt ganz schön hinten die Waggons. Das läuft alles nicht ganz so rund hier. So, das ist, glaube ich, Langsamfahrt. Ich bestätige nichts, denn ich kann nichts bestätigen. Ah, die Ecke ist das. Jetzt, glaube ich, habe ich es einigermaßen auf dem Schirm. Okay, das ist Langsamfahrt, oder? Ich glaube, ja doch. Das müsste... Tempo 30 steht da. Dann müssen wir aber noch ein bisschen runterbremsen hier.
So, das sieht ganz gut aus. Sieh an, da ist auch nochmal eine Strecke. Die sieht jetzt aber... okay, gut, die ist geschlossen. Also in Hosven war ich auf jeden Fall schon. Das ein oder andere Mal, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe. Aber halt logischerweise immer von der anderen Seite angefahren. Ich hatte keinen blassen Schimmer, dass hier hinten die Museumsbahn langläuft. Ein Riesenrad befindet sich da hinten. Ja, krass, okay. Der Bahnhof ist auch super schön gemacht. Ich sollte vielleicht auch anhalten. Ah ja, easy. Sehr schön, sehr schön. Damit wäre die Geschichte auch erledigt. Ja, gerne mehr davon. Also, falls ihr noch irgendwie coole Aufgaben für diese Baureihe kennt, idealerweise natürlich für die Version der Köf, die im Köblitzer Bergland dabei ist. Ah, da hinten dampft auch schon die Dampfe für den Sonderzug, nehme ich mal an. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also, ich habe da großen Spaß dran, hier mal so ein gemütliches Szenario zu fahren, wenn es auch sehr gemütlich ist, aber die Strecke ist halt schon echt sehr, sehr reizvoll. Gut, das soll es gewesen sein von meiner Seite. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein, wenn es weitergeht im Train Simulator. Würde mich sehr freuen. Bis dahin und macht's gut. Ja, wobei, wir sind ja doch gar nicht ganz durch. Okay, wir machen das jetzt natürlich schon noch schnell zu Ende. Hier abkoppeln soll ich noch. Hier stehen bleiben, rangieren sie jetzt vor bis auf Gleis 12. Na gut, das machen wir natürlich noch. Sorry, hatte jetzt gerade nicht so auf dem Schirm, dass es hier noch weitergeht. Okay, Richtungswender wieder nach vorne. Oder sollen wir? Doch, das stimmt schon. Okay. Hey. Ich dachte, hier wäre schon Feierabend. Ah, soll mir recht sein. Okay. Können wir nämlich auch noch einen Blick hier auf das kleine alte BW hier werfen. Und können noch einen Blick von der Dampflok erhaschen. Soll mir recht sein. Das gute Stück. Lässig sitzt er da oben, der Lokführer. Wartet auf seinen Einsatz. Mit dem Ungetüm. Das sind doch wunderbare Bilder. Fett zugewuchert hier das Gleis. Und das dürfte es dann aber gewesen sein, oder? Ne, wir müssen nochmal umdrehen. Wie mir scheint. Na, hier rangiert man doch gerne. Da ist es total in Ordnung. Manchmal finde ich es ein bisschen lästig, wenn man dann noch irgendwie die S-Bahn irgendwo aufs Abstellgleis bringen muss oder so, aber... Oho, okay. Manuelle Weiche hinter ihrer Lok. Okay, gut. Das machen wir glatt. Manuelle Weiche hinter ihrer Lok. Das wird dann wohl diese hier sein. Zack. Richtungswender umkehren.
Mehr hat er ja nicht gesagt, ne? Nur diese eine Weiche. Unmittelbar hinter der Lok. Ah, cool. Schön, schön, schön. Ach, da oben ist auch noch der alte Wasserturm und eine Burg. Befindet sich da oben auf dem Berg. Servus, Kollege. Wenn ihr Rangierpersonal braucht, hier oben, Festanstellung gerne. Am liebsten unbefristet. Ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt. Das muss ja ein genialer Job sein hier. So, jetzt aber. Wir haben es geschafft, denke ich mal. Dann abermals. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.